Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute in diesem Video um ein bestimmtes Thema, denn ich zeige euch, wie viele Fahrzeuge es in GTA 5 gibt. Und über das ganze Thema werde ich auf jeden Fall reden. Aber Leute, bevor wir dazu kommen, nochmal eine ganz kurze Randinformation. Falls ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, drückt doch mal jetzt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um nicht zu verpassen. Denn bei 150.000 Abonnenten gibt es ein mega krasses Gewinnspiel und ich denke mal nicht, dass ihr dieses Gewinnspiel verpassen möchtet. Deswegen Leute, abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Außerdem lasst mir doch gerne mal ein Like da auf diesem Video. Vielleicht schaffen wir die 15 Likes auf dem Video. Wäre übelst krass und wir würden einen neuen Rekord aufbrechen, Leute. Außerdem wollte ich nochmal was ganz kurzes erwähnen. Dieses Video hier habe ich bei Lee Martin German HD gesehen gehabt, also Props gehen da auf jeden Fall raus, er ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es war ein richtig gutes Thema, richtig geiles Video gemacht daraus und ich dachte mir, ey, Fraps, Alter, geh doch hin und lad das Ganze doch auch hoch, weil es halt ein richtig cooles Thema ist, also Props gehen da auf jeden Fall raus, korrekt, dass du dir die ganze Arbeit gemacht hast, Lee Martin, mega nice auf jeden Fall. Nun gut, Leute, nochmal eine ganz kurze Randinformation, folgt mir doch auf Instagram und auf Snapchat, Fraps-YT heiße ich auf beiden Plattformen und dann, Leute, würde ich doch mal jetzt sagen, wir kommen doch mal zum eigentlichen Video. Let's go! So Leute, wie ich bereits erwähnt habe, geht es heute darum, wie viele Fahrzeuge es doch in GTA 5 gibt. Ich werde das Ganze auf jeden Fall auch in die Klassen einteilen, das heißt, ich werde euch auch sagen, wie viele Autos es in welcher Klasse gibt, was für Fahrzeuge wir bekommen haben, wie es früher aussah und wie viele wir insgesamt haben. Und ich werde auf jeden Fall zu jeder Klasse was ganz Kurzes sagen, sagen wir mal zu Supersportwagen, zu Sportwagen, zu Klassiker und werde ich immer mal ein bisschen was dazu sagen. Ich hoffe, das Video gefällt euch, ist mal was anderes hier auf meinem Kanal, aber ich fand das Thema, wie gesagt, halt richtig interessant. Und das Ding ist, Leute, fangen wir doch mal als allererstes in der Vergangenheit an, als GTA 5 doch rauskam. Das Ding ist, Leute, damals war es nämlich so, als GTA erschienen ist und wir den Online-Modus bekommen hatten, hatten wir wirklich nur eine Handvoller Fahrzeuge, die wir uns auswählen konnten. Ich möchte jetzt wirklich nicht lügen oder so, aber ich schätze mal, dass damals einfach so 60 bis 70 Autos gab, die man einfach dann sozusagen holen konnte oder kaufen konnte und die wir uns halt entscheiden konnten. Das Ding ist natürlich, Leute, über die Laufe der Jahre in der GTA-Geschichte hat sich das Ganze natürlich geändert. Es kam DLCs über DLCs, es kam immer mehr DLCs und es gab niemals ein DLC, wo halt, sagen wir mal, Rockstar Games nie Fahrzeuge eingeführt hat, also bei jedem DLC gab es dann auch wirklich Fahrzeuge und ich denke, also ich will jetzt wirklich auch hier an der Stelle nicht lügen, aber soweit ich weiß, Leute, gab es auch schon über 15 DLCs gefühlt, also da gibt es auf jeden Fall so einige coole Neuerungen, beziehungsweise so einige neue Fahrzeuge. Überleg mal, wenn mit jedem neuen DLC, so sagen wir mal 15, 20 DLCs kamen raus, sagen wir mal mit jedem DLC kamen 5 bis 10 Fahrzeuge, dann hat man auf jeden Fall eine erstaunliche Summe, Leute. Auf jeden Fall möchte ich doch jetzt, dass ihr unten in den Kommentaren schreibt, wie viele Fahrzeuge ihr schätzt, dass wir gesamt haben. Natürlich werde ich das Ganze erst am Ende des Videos auslösen, aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung bzw. eure Schätzung mal unten in den Kommentaren schreiben und dann werden wir uns das Ganze natürlich zusammen anschauen. Wie gesagt, Leute, da hat sich auf jeden Fall so einiges getan von der Vergangenheit bis jetzt und ich denke mal, das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Bei vielen, sage ich jetzt mal, bei vielen Optionen hier habe ich auch selber niemals darüber nachgedacht gehabt, aber ich hätte mir niemals erträumen können, dass wir so viele Fahrzeuge haben in den Klassen. Also ich fand das auf jeden Fall ein bisschen erschreckend und ein bisschen interessant. Deswegen, Leute, würde ich doch mal sagen, kommen wir doch mal zur ersten Klasse. Wir fangen mal bei dem unspektakulärsten an. Und zwar, Leute, fangen wir doch mal bei den Fahrrädern an. Wie viele Fahrräder gibt es denn in GTA? Und zwar gibt es 7 Fahrräder. Es hat nämlich, also jetzt, Leute, bitte auch vorerst eine kleine Randinformation, bitte nicht erschrecken. Viele dieser Fahrzeuge könnt ihr auch nicht kaufen. Beispielsweise könnt ihr im Internet nur 4, 5, 6 Fahrräder kaufen, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Aber es gibt natürlich auch Fahrräder, die es wirklich nur auf der Straße gibt, wie zum Beispiel das rostige Rennrad. Da gibt es ja so einige Fahrzeuge. So, deswegen, Leute, bitte werdet nicht verwirrt, wenn ich jetzt mal sage, es gibt 7 Fahrräder, aber ihr könnt nur 5 Stück kaufen. Dann ist das auf jeden Fall normal, weil man halt manche Fahrräder nur finden bzw. suchen kann. Und ja, wie gesagt, bei den Fahrrädern gibt es dann 7 Stück. Kommen wir doch mal zu den Booten. Leute, Boote werden eigentlich in GTA nicht wirklich genutzt. Es gibt ja eine Yacht, die wird auch sehr selten mittlerweile genutzt. Boote waren nie so das Spektakulärste in GTA und deswegen hat sich auch Rockstar Games nicht wirklich drauf konzentriert. Und deswegen, Leute, haben wir dort auch in dieser Kategorie nur 16 Boote. Was ich wirklich erschreckend finde, also ich hätte nicht gedacht, dass es nur 16 Boote gibt. Ja gut, ich nutze die Boote nicht, aber Rockstar Games könnte bestimmt mal das eine oder andere Boot raushauen, was richtig cool ist und ich denke mal, das würde auf jeden Fall richtig gut ankommen und die Community würde es auf jeden Fall auch feiern, denke ich mal. Aber nun gut, Leute, kommen wir zu der nächsten Kategorie und zwar zu den
Helikoptern. Bei den Helikoptern hat sich ja so einiges in den letzten paar, sag ich mal, Monaten getan, bei den letzten DLCs. Denn es gab ja sowas wie ein Smugglers Run DLC, da gab es ja viele neue Flugzeuge oder Helikopter. Dann gab es natürlich das neueste DLC auch, das Gunrunning DLC gab es. Es gab ja zig DLCs. In manchen dieser DLCs gab es halt die ein oder anderen Helikopter und Flugzeuge, die neu dazugekommen sind. Aber insgesamt gibt es dann halt hier an der Stelle 23 Helikopter, die jetzt mit dazugekommen sind. Was ich echt krass finde, dass es überhaupt so viele Helikopter gibt. Das hätte ich gar nicht gewusst, dass man überhaupt so viel Auswahl hat an Helikoptern. Und das Interessante ist jetzt, Leute, natürlich kommen wir zum nächsten. Und zwar Flugzeuge gibt es 34 Stück. Überlegt mal, Leute, es gibt 34 Flugzeuge. Das ist brutal krass. Ich denke mal, viele sind mit dem Smugglers & Run DLC gekommen, weil, wie ihr wisst, Leute, haben wir mit dem Smugglers & Run DLC so circa 15 neue Flugzeuge oder Helikopter bekommen. Also schon eine enorm krasse Zahl gewesen. Und mit haben wir ja auch das Batmobile beispielsweise bekommen. Also da war auf jeden Fall ein cooles DLC am Start. Und deswegen haben wir auf jeden Fall 34 Flugzeuge am Start. Und das finde ich auf jeden Fall eine enorm krasse Zahl. Leute, kommen wir doch mal zu den Notfall-Militärfahrzeugen und dort haben wir 29 dieser Kategorie. Also Notfall beispielsweise wäre da so ein Krankenwagen und ein Polizeiauto und natürlich auch die Militärfahrzeuge. Da hätten wir dann halt insgesamt 29 an der Kategorie. Also auf jeden Fall eine ganz angenehme Zahl. Als nächstes, Leute, habe ich die Motorräder für euch. Bei den Motorrädern sieht es wie folgt aus, dass wir dort insgesamt 47 an der Zahl haben. Das heißt, wir haben 37 Motorräder, an denen wir uns orientieren können und wo wir entscheiden können, welches wir auswählen. 47 Motorräder sind schon übertrieben krass und meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall eine stolze Summe. 47 Motorräder sind schon übertrieben viel. Als nächstes, Leute, komme ich zu den Industrie- und Servicefahrzeugen. Dort haben wir insgesamt 120 Fahrzeuge. Also wirklich, Leute, 120 Fahrzeuge. In den letzten 3 oder 4 DLCs, die wir bekommen haben, Leute, kamen die meisten Industrie- und Servicefahrzeuge. Beispielsweise das Chernobob oder so ist auch ein Industrie- und Servicefahrzeug. Irgendwas wie so ein Raketenwerfer, wie ein Wasserwerfer. All diese Sachen sind Industrie- und Servicefahrzeuge und ich denke mal, mit dem neuesten DLC kam halt dann wirklich alles dazu. Als nächstes, Leute, haben wir die Kompaktwagen. In die Kompaktwagenklasse zähle ich sowas wie den Panto oder den Prisor. Und da kommen wir auf eine stolze Summe von wirklich 8 Kompaktwagen. Ist doch weniger, als ich dachte. Da sollten die vielleicht mal was tun an den Kompaktwagen. Vielleicht 1, 2 neue mit einfügen. Wäre auf jeden Fall interessant. Dann haben wir natürlich, Leute, 31 Limousinen, die wir uns dann im Internet kaufen können und auf der Straße finden. 31 Limousinen hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Dann, Leute, gibt es 27 SUVs, also richtig dicke Karren. Sowas wie den Baller, ich denke mal, ihr wisst, von was ich rede. Außerdem, Leute, gibt es 37 Offroad-Fahrzeuge, die wir uns in GTA beschaffen können. Ist auf jeden Fall eine stolze Summe. Dann gibt es 44 Muscle-Cars, 14 Coupés, 34 Klassiker. Und jetzt, Leute, kommen wir zu dem interessanten Part. Ich habe die letzten jetzt so richtig schnell übersprungen, weil die nicht wirklich interessant für uns sind. Also, Leute, bitte nicht wundern. Aber, Leute, wir kommen dann halt hin und kommen jetzt mal zu den Sportwagen. Leute, bei den Sportwagen haben wir eine stolze Summe von 53 Fahrzeugen. 53 Sportfahrzeuge sind auf jeden Fall eine sehr stolze Summe. Leute, das ist auf jeden Fall richtig krass, dass wir überhaupt so viele Sportwagen haben. Das Ding ist natürlich, Leute, beispielsweise, ihr müsst überlegen, der Kuruma ist natürlich gepanzert, man denkt, ja gut, ist vielleicht kein Sportwagen, aber Leute, genau sowas ist halt ein Sportwagen. Es gibt viele Fahrzeuge da draußen, die einfach nicht aussehen wie so ein Sportwagen, aber trotzdem Sportwagen sind. Deswegen muss man manchmal gucken, also 53 Sportfahrzeuge sind schon eine enorm krasse Anzahl, aber trotzdem kommt das alles plausibel rüber, da es sehr viele Sportfahrzeuge gibt, die wir auch selber, denke ich mal, fahren. Kommen wir jetzt doch mal zu der interessantesten Kategorie. Es gibt 34 Supersportwagen, Leute, das heißt, wir haben 34 Supersportwagen, die wir dann sozusagen in GTA nutzen können. Es ist eine richtig krasse Anzahl, also Leute, ihr müsst bedenken, sowas wie ein Adder, ein Centorno, Cyclone, Wagner oder was weiß ich, ist alles ein Supersportwagen und dass es von den 34 Stück gibt, hätte ich niemals gedacht, Leute. 34 Supersportwagen, das ist doch übelst krass. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, gab es damals den Entity, den Adder, den Centorno und das war's, glaube ich.
Der Rest war so irrelevant, keiner hat den benutzt oder so. Deswegen finde ich das gerade übelst krass, dass es einfach 34 Supersportwagen gibt. Und das ist auf jeden Fall eine sehr stolze Summe, muss ich ehrlich gestehen. Und Leute, das waren eigentlich alle Kategorien, die wir jetzt hier so durchgemacht haben. Ihr denkt euch jetzt sicherlich, ja gut, Fraps, auf was für eine Zahl sind wir denn am Ende gekommen? Ja Leute, und zwar sind wir wirklich am Ende auf eine Anzahl von den Fahrzeugen in Höhe von, haltet euch fest Leute, 558 Fahrzeugen gekommen. Das heißt, wir haben in GTA über 558 Fahrzeuge, die wir uns theoretisch gesehen irgendwie beschaffen können, anschauen können, rumfahren können, in die Garage stellen können, tunen können oder sonst was. Also insgesamt 558. Also ich persönlich, Leute, habe damals, bevor ich das Video hier gemacht habe, hätte ich so auf 350 bis maximal 400 geschätzt. Aber dass wir so eine hohe Anzahl an Fahrzeugen haben, finde ich übertriebens krass. Und das hätte ich auf jeden Fall nie im Leben gedacht. Was habt ihr getippt, Leute? Lasst es mich doch mal unten in den Kommentaren wissen. Und dann soll es doch auch schon hier aber zu dem Video gewesen sein. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. War mal ein bisschen anderes Video. Wie gesagt, Leute, habe ich bei Lee Martin German HD gesehen. Könnt ihr auch gerne mal abchecken. Ist ein kleinerer YouTuber. Könnt ihr gerne mal ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall persönlich riesig freuen. Könnt ihr auch irgendwie Hashtag Fraps Army oder so kommentieren. Außerdem, Leute, lasst mir doch auf jeden Fall auch ein Like und ein Abo da. Ihr wisst ja, 150.000 Abonnenten gibt es. Ein mega krasses Gewinnspiel. Und dann verabschiede ich mich jetzt hier an der Stelle. Wünsche euch natürlich noch einen richtig angenehmen Tag und würde doch mal sagen, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Ciao.